Hallo zusammen, ich bin heute mit euch wieder mal in der Bärenschützklamm. Das ist nicht das erste Mal, wer sich zurückerinnern kann, ungefähr vor gut eineinhalb Jahren war ich schon einmal hier und damals habe ich den M10 Haider Filterhalter vorgestellt. Und so habe ich mir überlegt, wäre doch nicht ein super Ort, um auch euch den Haider M15 Filterhalter vorzustellen. Ich mache das aber nicht alleine, sondern habe mir einen echten Experten dazu geholt, und zwar in Philipp Jakesch. Den kennt ihr auch schon aus einem anderen Video. Der hat diesen M15 Filterhalter schon länger in Betrieb und ist deshalb um einiges qualifizierter, euch diesen vorzustellen. In Philipp habe ich von einem seiner Workshops hier abgeholt und schauen wir gleich mal zu ihm. Ja, da bin ich jetzt nun mit dem Philipp. Ich habe ihn da hier einen von seinen Workshops in der Bärenschützklamm abgeholt, die auch hier stattfindet. Und dankenswerterweise wird er uns heute zeigen, wie man den M15 Filterhalter, was das ist, den vorstellen, was die Vorteile sind und wie man mit dem allgemein zur Handhabung. Also der M15 Halter ist einfach von der Handhabung her sehr, sehr praktisch und sehr, sehr gut verwendbar. Er funktioniert sehr schnell und es ist nicht notwendig, das Objektiv von der Kamera zu nehmen, um den Filterhalter zu montieren. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass man magnetische Filter anbringt. Also es ist eben extrem einfach und angenehm, dass man den Filter montiert und wechselt. Okay, super. Das sind schon mal eine Handvoll Vorteile, aber am besten wir schauen uns das gleich direkt an, wenn wir da hier in der Bärenschützklamm eine Szene vorbereiten, wo der Philipp zeigt, wie das Ganze aufgebaut gehört. Legen wir einfach los. Also das habt ihr schon gesehen, es ist sehr leicht zu montieren, aber Philipp zeigt euch jetzt nochmal im Detail, wie einfach es wirklich geht. Der Halter selbst wird direkt auf dem Objektiv vorne aufgesteckt. Funktioniert sehr unkompliziert. Man schließt es nur auf der Rückseite mit einem Schnapper. Und dann kommt schon der Filterhalter und hier verwenden wir heute, weil wir am fließenden Wasser sind, einen Polfilter, und den Polfilter befestigen wir ganz einfach mit einem Magneten. Und so ist der Filter einsatzbereit. Um die Belichtungszeiten zu verlängern, kommt noch ein ND-Filter dazu. Der wird ganz simpel eingesteckt. Also, ihr habt es gesehen, super einfach zum Handhaben und auch die Qualität von den Filtern an sich ist auch sehr, sehr gut. Es ist diese gewohnte Red Diamond Filterserie, wie man es auch von den M10 Filterhalter schon kennt. Und wir werden euch auch da einen Clip einzeigen, wie schön da die Wasserperlen abtropfen durch diese gute Beschichtung, die eben diese Filter haben. Ein Teil von dieser einfachen Handhabung ist eben diese magnetischen Filter, wo entweder der Polfilter, der magnetisch ist und auch von außen eben drehbar ist, ohne dass man die restlichen Filter abbauen muss. Man kann aber genauso gut einen ND-Filter oder einen Clear-Night-Filter in dieser runden magnetischen Form erwerben. Das Anbringen ist ganz einfach, wie Sie es gesehen haben, mit dem einfachen Schnappverschluss. Wer braucht so einen M15 Filterhalter? Alle die Objektive, die eine fix verbaute Gegenlichtblende haben. Das sind meistens so Ultraweitwinkelobjektive um 14 mm herum. Also aber ganz leicht immer zu erkennen, eben die fixe Gegenlichtblende. Das ist so ein Grund, warum man den M15 Filterhalter braucht, anstelle des vielleicht des kleineren M10 Filterhaltersystems. Abschließend bleibt mir nur noch Danke zu sagen. Danke an dich, Philipp, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns den M15 Filterhalter vorzustellen. Wer mehr in der Handhabung über Filter lernen möchte,
Da ist auch der Philipp eine gute Gelegenheit dazu. Er bietet nämlich Workshops unter anderem hier in dieser wunderschönen Bärenschutzklamm an, wo man eben noch die genauere Handhabung von Filtern für die Langzeitbelichtung zum Beispiel kennenlernt. Ich werde auch sein Workshop-Angebot unten in der Videobeschreibung verlinken. Eine weitere Werbung in eigener Sache möchte ich auch machen, weil wir beide sind Teil eines Viererteams, die sich zu viert in einem Livestream challengen, immer zu unterschiedlichen Themen und auch immer zeigen, wie wir die Bilder gemacht haben. Also wir challengen uns, da ist auch immer viel Spaß dabei und ihr habt den großen Vorteil, wenn ihr euch das anschaut, dass ihr so ein bisschen Behind-the-Scenes-Tipps von uns mitnehmen könnt. Deshalb ist auch dieses Angebot Behind-the-Scenes-Challenge genannt. Findet ihr auch unten in der Videobeschreibung einen Link dazu. Das nächste Thema ist passenderweise Langzeitbelichtung. Am 18.05. geht's los. Wie gesagt, Link ist unten, wenn ihr Interesse habt. Und ich werde euch noch weiterhin, auch damit die Werbung jetzt abgeschlossen ist, diesen M15-Filterhalter auch unten verlinken, wo ihr den erwerben könnt. Okay, dann von unserer Seite vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.